Wir sind angesprochen worden von der Redaktion von Guido Knopp, der für das ZDF die Reportage zum Wunder von Bern gemacht hat, wo es eben zum einen natürlich um Fußball, aber eben auch um die soziologischen Hintergründe vom Wunder von Bern ging. Ein Stück Musik zu machen, in dem eben auch der zeitgeistliche Bezug drin war. Also wo es jetzt eben nicht nur um Fußball geht, sondern eben auch um die Stimmigkeit, um die Fühligkeit von damals und auch mit einem Bezug in die Gegenwart. Auferstanden aus Ruinen, dachten wir, wir hätten einen Traum vollbracht. Also als erstes habe ich mich erstmal hingesetzt und habe versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Das ist eben einmal das Ende des Zweiten Weltkriegs, also die Nachkriegszeit, die 50er Jahre mit dem Wunder von Bern, was für uns alle ja auch sehr wichtig war. Und zum Zweiten eben auch gerade die Wende und die Nachwendezeit, die für uns alle ja auch eine ganz besondere Rolle spielte. Und ich habe eigentlich eher versucht, wiederzugeben, was die Leute selber gedacht haben, also wie es den Leuten ging in der Zeit, Formulierungen dafür zu finden. Es haben sich viele Leute bei mir bedankt, also richtig bedankt. Haben gesagt, es ist toll, dass mal jemand so ein Lied geschrieben hat, weil da wohl doch relativ viele Leute da noch einen sehr engen Bezug zu haben und wir dann doch mit dem Stück wohl sehr genau ausgedrückt haben, was viele Leute denken. Wir sind wir, wir stehen hier. So schnell kriegt man uns nicht klein, keine Zeit zum Besten. Um so eine Sache realistisch zu filmen, muss man immer da, wo die Kamera hin zeigt, muss das Bild komplett stimmen. Also wenn man dann 50er Jahre haben will, darf nichts in dem Kamerabild sein, was irgendwie nicht 50er Jahre ist. Und wenn man sich dann so vor der Kamera steht und dann so einmal umguckt, vorne hat man das Jahr 2004 und hinten guckt man sich um und hat dann die 50er Jahre oder die frühen 80er, so Wendezeit. So, das ist sehr, sehr merkwürdig gewesen, weil es eben sehr genau gemacht wurde. Also es war echt unheimlich an Stellen. Also es waren einfach auch wirklich Originalkostüme. Ja. Es war nichts Nachgeschneidertes oder Nachgenähtes. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Originalzeitung in der Hand von damals. Und ich war in den Drehpausen völlig fasziniert, habe ich diese Zeitung gelesen und musste dann feststellen, dass die Schlagzeilen tatsächlich auch heute fast gepasst hätten. Stimmt, ja. Da waren, dass die BVG-Preise angehoben worden sind und dass die wirtschaftliche Lage nur dann besser werden kann, wenn wir alle noch ein bisschen mehr anpacken. Ähnlich könnte man das auch heute in die Zeitung tun. Wir werden's überstehen, denn das Leben muss ja weitergehen. Wir sind wir, das ist doch nur ein schlechter Lauf. So schnell geben wir doch jetzt nicht auf. Auslöser war ein Artikel in einer Berliner Tageszeitung. Dieser Journalist hat halt einfach was gemacht, was man natürlich mit einem Song, der auch einen ganz klaren Bezug hat, einen geschichtlichen Bezug hat, da kann man nichts aus der Reihenfolge herausnehmen. Die erste Strophe geht über die Nachkriegszeit, die zweite Strophe über die Nachwendezeit. Und wenn man da einfach Formulierungen zusammenschmeißt und dann auf irgendwas Merkwürdiges, Irrsinniges, Rechtes kommt oder sowas, dann ist das einfach auch falsch. Sowas kann man einfach bei so einem Lied nicht tun, weil das ist so ein sensibles Thema, dass da letztendlich schon alles an seinen Platz gehört und man es auch insgesamt verstehen muss. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe in einer Radio-Talkshow diesen entsprechenden Journalisten aus Berlin selbst interviewt und habe ihn auch entsprechend zu dieser Thematik befragt. Und muss sagen, dass da eine sehr unbefriedigende Antwort seiner Seite kam, wo er dann halt einfach meinte, er sei Journalist und er wollte zuspitzen. Das wird dieser Thematik weder gerecht, noch sollte man das tun. Weil man sollte, und das erwarte ich von einem Journalisten, es sei denn, ist es ganz klar als Kommentar, als eigene Meinung dargestellt, erwarte ich eigentlich irgendwie eine konkrete Recherche und vor allen Dingen eben gerade mit diesem sensiblen Thema ein Umgehen, was dem auch gerecht wird. Tag, Jahr um Jahr, wenn ich durch diese Straßen gehe, sehe ich, wie die Ruinen dieser Stadt wieder zu Häusern auferstehen. Also das hätten wir ja beide nicht geglaubt, dass es mal so weit kommt irgendwann mal. Und wir hatten ja so einen kleinen Vorgeschmack schon mal dadurch, dass es ja schon mal eine klassische Bearbeitung der ganzen Sache gab. Aber das ist jetzt hier heute nochmal ein ganz anderes Thema gewesen. Also ich muss sagen, ich hatte stellenweise Schwierigkeiten vorhin überhaupt zu singen, weil ich wirklich einen Kloß im Hals hatte, weil das ist so, da muss man dann schon schlucken. Und ich frag,
Ich frag mich, wo wir stehen. Wir sind wir, wir stehen hier. Es ist einfach so, dass dieser enorme Klangkörper dieses Orchesters natürlich die Stimmung selbst, die dieser Song hat, einfach unglaublich trägt. Wir stehen hier. Und wenn es dann natürlich eben auch, und das ist auch eine Sache, die mich natürlich freut, eben wirklich auch zu einer 15-Jahres-Feier zur Wiedervereinigung, eben als einer der tragenden Säulen beim Staatsakt eingesetzt wird, in dieser Form, in dieser Aufnahme, das freut mich natürlich schon. 40 Jahre zogen wir an einem Strang, aus Asche haben wir Gold gemacht. Dass das ein Deutschlandlied ist, ist, finde ich auf jeden Fall in Ordnung, finde ich auch okay. Aber eins unter vielen, also sollte es sein, und das wäre auch zu wünschen. Weil ich wollte auch schon, dass die Vielfältigkeit letztendlich auch zum Tragen kommt, so in dem Lied. Und das verbot dann letztendlich alle anderen Formulierungen und er ließ sich dann letztendlich nur reduzieren auf diese Formel, wir sind wir. Wir, die wir jetzt gerade hier sind und mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wir sind wir, aufgeteilt, besiegt und doch. Was da jeder einzelne Musiker und der Arrangeur und auch die Techniker geleistet haben, ist unglaublich. Ja. Ist eine fantastische Aufnahme. Das haben die einfach super gemacht. So 5 cm Gänsehaut ungefähr. Also es ist ein Hammer, ich kann das nicht jedem empfehlen. Geiles Lied. Wir sind wir, das ist doch nur ein schlechter Lauf, so schnell geben wir doch jetzt nicht auf.